festzustellen ist, dass wir gemeinsam mit den Österreicherinnen und Österreichern und den Menschen, die in Österreich leben, schon auch viel geschafft haben jetzt nach diesem Lockdown. Und gleichzeitig wird sichtbar, dass wir keinesfalls lockerlassen dürfen. Was meine ich damit? Die Ausgangsbeschränkungen von 20 Uhr abends bis 6 Uhr früh sind keine Empfehlung, sondern Verpflichtung. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dann werden sie dementsprechend von der Polizei kontrolliert. Das ist kein Selbstzweck und kein unnötiges Quälen, ganz im Gegenteil. Sowohl der Gesundheitsminister als auch ich, der Vizekanzler, der Bundeskanzler, die gesamte Bundesregierung haben größtes Verständnis dafür, dass die Menschen belastet sind, dass es ihnen mühsam ist und dass es ihnen massiv auf die Nerven geht, diese Einschränkungen. Es geht uns allen gleich und gleichzeitig zeigen die Zahlen zwar einen positiven Trend, aber sie sind noch immer zu hoch. Der Gesundheitsminister hat schon angesprochen, wie sehr die Intensivkapazitäten in den Spitälern belastet sind. Und was heißt das? Leid für die Patientinnen und Patienten, aber vor allem auch unglaubliche Herausforderungen für die Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die in diesem Bereich eingesetzt sind. Das heißt, wir müssen nach wie vor alles dafür tun, damit die Zahlen weiter sinken. Das heißt Abstand halten, das heißt Handhygiene halten, das heißt den Mund-Nasen-Schutz tragen. Und ja, ich weiß, ich habe das schon unzählige Mal gemeinsam mit dem Gesundheitsminister wiederholt und es ist dennoch notwendig, es zu tun, vor allem, wenn wir uns gemeinsam daran halten, haben wir eine Chance, Infektionsketten zu durchbrechen. Und ja, die Zahlen der Testungen bisher sind gut, aber bei Weitem noch nicht gut genug. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, liebe Menschen, die in Österreich leben, nutzen Sie die Gelegenheit, sich testen zu lassen. Ein Test ist viel besser als ein weiterer Lockdown, der notwendig wird, wenn die Infektionszahlen wieder dramatisch steigen. Ein Test ist viel besser, als den Arbeitsplatz zu verlieren oder weiter in Kurzarbeit bleiben zu müssen, weil wir nach wie vor nicht weitere Öffnungsschritte setzen können, weil die Infektionszahlen so groß sind. Ein Test, sehr geehrte Damen und Herren, ist viel besser, als noch ewig darauf zu warten, seine Freundinnen und Freunde so treffen zu können, wie wir es alle einmal gewohnt waren. Das Testen ist auch da kein Selbstzweck. Es ist jetzt unser gemeinsamer Auftrag, durch so starke Zahlen als möglich in den Testergebnissen, dass wir eine Chance haben, Infektionsketten zu durchbrechen. Von den Tausenden, von denen der Gesundheitsminister gesprochen hat, die durch den Test selbst festgestellt haben, dass sie infektiös sind, die können jetzt den Grundsatz verwirklichen, schau auf dich, schau auf mich, damit die Ausbreitung der Krankheit unter Kontrolle geht. Und es braucht eine Versachlichung der Diskussion. Erinnern Sie sich an das Aufschreien der Opposition, als wir den Lockdown beschlossen haben, und vor allem auch an den Aufschrei, dass die Schulen geschlossen haben. Wenn wir jetzt Richtung Bundesrepublik Deutschland blicken, wo noch viel härtere Maßnahmen diskutiert werden, wo der Experte Drosten sogar empfiehlt die Schulschließung und das alles bei weniger Fällen als in Österreich. Das heißt, niemand macht es sich in dieser Bundesregierung leicht, Maßnahmen gemeinsam mit dem Parlament zu beschließen. Aber es braucht auch diesen Schulterschluss in der Politik, das genaue Hinschauen der Opposition und das versachlichte Diskutieren und nicht das Panikverbreiten, wenn es darum geht, Maßnahmen gemeinsam umzusetzen und so mitzutragen. Und dass die Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in Österreich gespürt haben, wie wichtig es ist, auch nach dem Lockdown, nach dem totalen Lockdown, vorsichtig zu sein, hat der 7. und der 8. bewiesen. Sie kennen, die Befürchtungen waren groß, dass es zu Masseneinkäufen kommt, dass es große Schlangen gibt bei den Geschäften und dass damit der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann und Infektionsketten wieder wahrscheinlich werden. Und das Gegenteil war der Fall. Von meiner Seite aus, vom Gesundheitsminister, vom Bundeskanzler, Vizekanzler, ein großes Danke an die Österreicherinnen und Österreicher, Menschen, die in Österreich leben, an die Polizistinnen und Polizisten, die das auch überwacht haben, dass die Maßnahmen so gut umgesetzt worden sind, dass man eben nicht versucht hat, gleich alles an dem einen Tag, der jetzt wieder zur Verfügung gestanden ist, zu kaufen, sondern geglaubt hat auch daran, dass es noch viele Tage geben wird, wo Geschäfte offen sind. Nur auch da gilt, wenn wir es nicht schaffen, die Testrate zu erhöhen, wenn wir es nicht schaffen, Gewissheit zu erlangen,
wer positiv ist, wer negativ. Wenn wir also nicht aufeinander schauen können, weil uns das Wissen fehlt, dann wird es wieder notwendig sein, drastischere Maßnahmen zu setzen. Und das kann nicht unser gemeinsames Ziel sein. Daher mein dringender Appell, nützen Sie das Testangebot. Nützen Sie es noch in Wien, in der Bundeshauptstadt. Da geht es noch bis diesen Sonntag. In den Bundesländern finden Sie die Zeiten bei österreichtestet.at. Nehmen Sie die Gelegenheiten in Anspruch, denn jetzt kommt es drauf an. Es ist wirklich jetzt in unseren gemeinsamen Händen dafür zu sorgen, dass der nächste Lockdown nicht wahrscheinlich wird, dass wir gemeinsam darauf achten, Infektionsketten zu durchbrechen. Genauso macht es auch die Polizei. Wir haben über 100 Teststraßen in Betrieb, seit 2 Tagen wird getestet. Heute ist schon der 3. Tag. Die Beteiligung ist gut und groß und ich hoffe auch, dass es weiterhin so bleibt, wie auch bei der Polizei ist es freiwillig. Aber auch da gilt es eben, diesen sichtbaren Beweis anzutreten, dass man aufeinander schaut und dass dieses Aufeinander-Aufpassen so wichtig ist. Ein großes Danke an alle, die für die Organisation verantwortlich sind. Und der Gesundheitsminister hat schon angesprochen, und ich kann mich dem nur anschließen, in so harten Zeiten wie diesen kann man in Wahrheit gar nicht genug Danke sagen. Den Pflegerinnen und Pflegern in den Betreuungseinrichtungen, dem Gesundheitspersonal, der Polizei, den Soldatinnen und Soldaten, die ihren Dienst leisten, dem Team Österreich, das unterstützend dabei einwirkt, wenn es darum geht, dass die Testungen gut funktionieren. Wenn es das Rote Kreuz nicht gäbe oder den Arbeiter-Samariter-Bund, wäre das alles in dieser Form so nicht möglich. Auch vieles getragen durch Ehrenamt. Und weil man es wieder erwähnen muss, und der Gesundheitsminister und ich, wir uns tatsächlich davon überzeugt haben, persönlich ein großes Danke und großer Respekt gegenüber dem österreichischen Bundesheer, der Verteidigungsministerin, allen, die daran mitgewirkt haben, in welcher Professionalität hier gearbeitet wird, damit eben Testen einfach und unkompliziert ist. Und nochmals der Appell, wer testet, sorgt für Sicherheit und leistet einen Beitrag dazu, dass wir zur Normalität zurückkehren können.